Promi-Geflüster heute mal wieder bei Immer wieder Sonntags, Backstage hinter den Kulissen und an meiner Seite, lang ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, Norman Langen, und ich sage mal, es geht sehr gefühlvoll heute zur Sache, denn dieses Gefühl, das ist seine aktuelle CD, die seit Frühjahr sozusagen erhältlich ist. Genau richtig. Also ich freue mich auch wieder sehr, hier zu sein, weil immer wieder sonntags. Die Stimmung in der Arena ist natürlich immer bombastisch, aber auch im Backstage-Bereich. Man trifft die Kollegen, man kann sich nett unterhalten, einen Kaffee zusammen trinken. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ich auch heute meine Platte Dieses Gefühl singen darf. Heißt ja genauso wie mein Album. Dieses Gefühl ist nicht die aktuelle Single. Die aktuelle Single heißt Yolanda. Aber auf der immer wieder Sonntags-CD bin ich halt mit Dieses Gefühl drauf. Und deswegen haben wir uns gedacht, dann kann ich die auch heute in der Sendung singen. Sehr gut. Immer wieder Sonntags-CD. Also da bist du auf dem Sampler mit drauf. Genau richtig. Also da bin ich mit drauf und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich drauf sein darf, ja. Genau. Jetzt habe ich im Vorfeld natürlich schon über die CD ein bisschen was gelesen. Ist ein kompletter anderer Norman Langen geworden, zumindest musikalisch. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir das Album ein bisschen anders aufbauen. 50% Disco-Fox, 50% lateinamerikanische Songs, weil ich halt privat auch sehr gerne dieses lateinamerikanische höre. Ich finde zum Beispiel Ricky Martin macht sehr, sehr tolle Musik. Und wir haben uns gedacht, es gibt diesen Pop-Schlager, es gibt Dance-Schlager, es gibt Volksschlager, aber was es noch nicht gibt, ist Reggaeton-Schlager. Das haben wir jetzt getauft. Und somit haben wir einfach ein buntes Album auf die Beine gestellt, was wirklich sehr sommerlich geworden ist und wirklich Spaß macht zum Hören. Wie kommt es an beim Publikum? Also es kommt beim Live-Publikum ziemlich gut an, weil man da direkt die Hüften kreisen kann und kreisen muss, ob man will oder nicht. Na, das klingt doch schon mal gut und passt natürlich auch für den Sommer sehr gut rein, denke ich mal. Ne? Das sind ja die heißen Rhythmen, die man da so hat. Ja, richtig. Also für den Sommer ist das natürlich optimal. Aber natürlich auch für die Disco-Fox-Liebhaber und die Schlager-Cracks, sage ich jetzt mal, haben wir natürlich sowas wie dieses Gefühl auch mit drauf oder was der DJ verbindet. Das ist sehr tanzbar, wo man wirklich zusammen mit dem Partner tanzen kann. Und ja, ich bin natürlich dieser Musikrichtung auch treu geblieben, weil das ist natürlich mein Herz, ganz klar. Ganz klar, sehr gut, sehr gut. Jetzt hat es natürlich ein bisschen gedauert, bis das Album wieder kam. Du hast so ein bisschen Pause gehabt sozusagen. Warum hat es gedauert? Ja, also im Prinzip, seitdem ich ja 2011 aus der Castingsendung geflogen bin als Siebplatzierter, haben wir immer diesen Rhythmus gehabt, alle 2 Jahre ein neues Album und Gewohnheiten sollte man nicht brechen und deswegen haben wir gesagt, ja okay, 2 Jahre sind rum, jetzt kann das Album wieder kommen. Okay, alles klar, da haben wir doch das Geheimnis auch gelüftet. Aber du hast auch, wenn wir jetzt rüberschauen, sagen darf man es ja, denke ich mal, er macht sich schon bemerkbar, weiß, worum es ankommt. Ein Sohnemann. Richtig, ist für mich auch die Premiere heute hier. Ich habe meinen Sohnemann das erste Mal mit dabei. Letztes Jahr, als ich hier war mit meiner Frau, da war er noch im Bauch. Und jetzt ist er mittlerweile bald 8 Monate alt und ich bin natürlich mega stolz. Und ja, ich glaube, ihm gefällt das hier recht gut, was er hier so zu sehen bekommt und mitbekommt. Ja, also zumindest sieht er sehr freudig aus da, ne? Genau. Bloß fürs Achterbahnfahren ist es natürlich noch nichts. Aber war er schon im Park mit ihm? Wir waren noch nicht im Park tatsächlich, wir sind mit ihm so ein bisschen rumspaziert, ne? Und er ist einfach noch zu klein, ne? Aber ich hoffe natürlich, dass ich noch ein paar Mal kommen darf in den nächsten Jahren und dann kann er quasi mit hier reinwachsen und da werde ich mit Sicherheit jede Achterbahn nutzen. Dass es die Sendung hoffentlich noch lange gibt, das ist ja noch die erste Voraussetzung. Ist ja leider auch nicht mehr so ganz selbstverständlich. Das stimmt, also es wird ja immer mehr abgesetzt, leider Gottes. Man muss leider, oder man muss Gott sei Dank sagen, haben wir Schlagersänger ja immer noch die Möglichkeit, in Sendungen stattzufinden. Viel schwieriger haben es die Popsänger. Ja, die haben ja irgendwie gar keine Plattform mehr. Und wenn das natürlich im Schlager auch passieren würde, wäre es sehr, sehr schade. Wollen wir hoffen, dass es so weitergeht. Volksmusik ist auch ganz weg. Ja, Musikantenstadel leider weg. Also ich glaube, das war so mit das Schlimmste in meinen Augen, was man machen konnte, diese Sendung abzusetzen. Aber gut, das steckt man nicht drin, das muss man dann hinnehmen. Ich war ein ganz kleiner Bub, da lief diese Sendung schon und ja, so ist leider der Lauf der Zeit. So ist es. Aber du kannst nicht klagen, du hast gut zu tun, kräftig unterwegs, so wie ich da, so wie man deinen Terminkalender auf der Homepage anschaut. Ne? Also ja genau, also wer mich gerne mal live sehen möchte, geht einfach auf die Homepage norm-lang.de oder auf Facebook, mittlerweile auch Instagram bin ich vertreten und da werden die Termine eigentlich immer angepriesen. Dieses Jahr bin ich gut unterwegs und ich hoffe, dass natürlich noch einige Jahre so weitergeht, am besten bis zum Rentenalter. Ja, das wünschen wir dir natürlich, ganz klar. Und das denke ich mal, lassen wir jetzt auch schon mal so stehen. Dir alles, alles Gute, einen schönen Sommer. Viel Erfolg mit dem Album noch weiterhin und das Neue wird ja schon in Planung sein, nehme ich an, oder?
Mit Sicherheit. Gerade auch hier im Backstage-Bereich lernt man ja auch Songwriter kennen. Und auch da habe ich gestern wieder ein nettes Gespräch geführt. Mir wurde schon wieder ein Titel fürs nächste Album geschickt. Und da muss man halt schauen, wo produziert man das? Macht man das bei den gleichen Produzenten? Aber ja, es lässt bestimmt wieder 2 Jahre auf sich warten. Apropos Texte und so. Machst du selbst auch Musik und Text? Ich selber schreibe auch, komponiere und schreibe auch. Habe jetzt allerdings auf dem aktuellen Album nichts von mir drauf, auf dem letzten Album schon. Also es variiert mal so. Also ich bin auch eher so der Typ, der so für sich schreibt, aber das nicht unbedingt selber für sich aufs Album packen muss. Also ja. Na gut, aber vielleicht wird es ja mal ein Hit und dann schauen wir mal, wenn da irgendwas dabei ist. Das wäre natürlich ein Traum. Aber kann man ja nicht sagen. Das Publikum macht ja immer die Hits sozusagen. Also wenn es denen gefällt, dann kann es mal ganz schnell durch die Decke gehen. Ne? Genau, richtig. Also vor allen Dingen wären ja manche Titel auch wirklich Hits, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Und manchmal ist es doch sehr kurios, welcher Titel denn auch zu einem Hit wird. Das muss man auch sagen. Genau. Gut, also dann dir alles Gute, wie gesagt. Und kommt wieder gut heim. Heute Abend, glaube schon das Nächste. Und eine lange Autofahrt noch. Autobahn wird auch nicht immer einfach. Ne? Nee. Es wird ja immer schwerer. Ja, also die Bahnen werden immer voller, aber mein Gott, besser mit dem Auto als momentan mit der Bahn. Wobei, wir sollen ja eigentlich alle umsteigen auf die Bahn, aber... Ich weiß, wir sollen alle umsteigen und ich bin ja auch ein Freund davon, ja, aber da muss sich dann noch einiges ändern. Wenn man Termine hat, ist die Bahn teilweise doch schon ein bisschen schwer. Also die stellen sich das immer sehr einfach vor, die Karrenpolitiker. Und, ne, also. Ich gebe aber ein Auto Euro 6, da kommt AdBlue rein. Also wir tun schon alles, um sauber zu fahren. Der Umwelt zuliebe, genau. In diesem Sinne, alles Gute dir und hau rein. Bis bald. Bis bald.